Also prinzipiell passt das Dachzelt auf jedes Auto mit zwei Grundträgern und größentechnisch ist eigentlich circa alles ab einem VW Polo ungefähr möglich. Das Wichtige bei der Auswahl von den Dachträgern ist zum einen die Dachträgerlast, auf die sollte man Acht geben. Und ansonsten ist es sehr vom Automodell abhängig. Wir haben hier eine Webseite eingeblendet, da könnt ihr drauf gehen, euer Automodell eingeben und alle Spezifikationen und euch werden dann passende Dachträger vorgeschlagen. Was außerdem noch wichtig ist, ist, dass die Dachträger auf der oberen Oberfläche komplett eben sind, sodass man gut ein Dachzelt oben drauf legen kann. Die Dachlast bezieht sich übrigens nur auf den dynamischen Zustand, also das heißt auf den fahrenden Zustand. Wenn das Auto steht und Menschen reingehen, dann ist es nochmal was ganz anderes, aber die genauen Details, die sind dann im Fahrzeugbrief von jedem Modell zu finden. Aber ein Dachzelt plus 2, 3, 4 Personen passt immer, immer rein. Gesetzlich gibt es da keine Vorschriften, Stand jetzt, aber die Richtgeschwindigkeit ist bei ca. 130 Stundenkilometer. Wir haben zum einen unsere Flitzerreihe mit zwei Farben, nämlich Anthrazitgrau und Weiß, in zwei verschiedenen Größen, nämlich L und XL. Und außerdem haben wir noch unsere Alukraftkiste, das robustere Modell aus Aluminium. Durch die abgedichteten Nähte, dem Polykottenkanvas-Material, ist das Dachzelt bis zu 3000 mm wasserfest. Das gibt es in Deutschland eigentlich so gut wie nicht. Das ist sehr, sehr starker Niederschlag. Um es kurz zu halten, ja, das Zelt ist wasserfest. Im geschlossenen Zustand kommt eigentlich so gut wie gar keine Feuchtigkeit in das Dachzelt rein. Was passieren kann, ist, wenn man mit allen Fenstern zuschläft, dass einfach nur durch die Atmung beispielsweise natürliche Feuchtigkeit entsteht, dann sollte man einfach morgens nach dem Aufstehen alle Fenster aufmachen, 10, 20 Minuten komplett durchlüften lassen. Plus, wenn man in sehr, sehr feuchten Regionen ist, wie beispielsweise in Skandinavien, dann sollte man auch ein bisschen öfters darauf achten, einfach das Dachzelt ab und zu auszulüften. Nach einer längeren Reise empfiehlt sich es auch, die Matratze einfach rauszunehmen und auch in einem trockenen Raum ein paar Tage lüften zu lassen. Was ein sehr, sehr guter Hack ist, um Feuchtigkeit im Dachzelt zu vermeiden, ist folgendermaßen: Man nimmt eine 3D-Mesh-Unterlage und legt die unter die Matratze. Also quasi Matratze anlupfen, 3D-Mesh runterschieben, Matratze wieder drunter machen. Dadurch zirkuliert die Luft unter der Matratze viel, viel besser. Die 3D-Mesh-Unterlage haben wir auch im Shop. Wie viele Leute ins Dachzelt passen, ist natürlich abhängig vom Modell. Das L-Modell hat eine Matratzenbreite von 1,25. Da passen problemlos zwei Erwachsene rein. Wenn man kuscheln will, auch noch ein Hund oder ja, ein Kind beispielsweise. Dann haben wir das XL-Modell mit einer Matratzenbreite von 1,45. Da hatten wir auch schon Kunden, die haben mit drei Erwachsenen drin geschlafen. Aber zwei Erwachsene und ein Hund passt auch locker rein. Und dann haben wir natürlich das XXL-Modell mit einer Matratzenbreite von 1,60. Da könnte man auch zu viert drin schlafen beispielsweise.